Hi, Marc hier von fahrtechnik.tv. Ich sitze hier in einem Steilhang, da geht es jetzt darum, mal bergauf zu fahren. Das Vorderrad geht hoch, das Hinterrad rutscht durch. Ich wollte euch ein paar Tipps geben, wie ihr das verhindern könnt und somit auch die steilsten Rampen hochkommt. So, schauen wir uns das Ganze mal an. So, ich stehe jetzt hier im Steilhang. Ganz wichtig, wenn ihr aufstehen würdet, also im Stehen fahren, dann würde das Hinterrad sofort durchrutschen. Nicht nur bei Nässe, auch ein bisschen Laub, lose Erde reicht, das Hinterrad rutscht durch und die Aktion wird abgebrochen. Wenn man zu aufrecht sitzt, dann kommt das Vorderrad hoch. Was wir jetzt also machen, wir setzen uns auf die Sattelspitze, um möglichst weit nach vorne zu kommen und trotzdem noch Druck am Hinterrad zu haben. Und unser Gesicht geht ganz, ganz tief Richtung Vorderreifen. So. Diese ganz tiefe Haltung verhindert, dass das Vorderrad hochkommt. Und worauf wir jetzt achten müssen, was enorm wichtig ist, viele spannen sich in dieser tiefen Haltung zwischen den Lenker und den Sattel, wobei sehr viel Zug entsteht am Lenker und das Vorderrad kommt einem doch wieder entgegen. Sprich, unsere Körperlast sollte wirklich auf dem Sattel liegen, wir müssen möglichst locker am Lenker sein, weil sonst fängt man daran zu ziehen, man spannt sich ein und das Vorderrad kommt hoch. Mitunter einer der Klassiker, die viele unterschätzen, warum sie nun die steilen Berge nicht hochkommen. Wichtig ist, eine schnelle Trittfrequenz, ein gleichmäßiger Tritt. Viele sind auch sehr am Stampfen, uff, und schon rutscht das Hinterrad durch oder das Vorderrad kommt hoch. Sprich, hohe Trittfrequenz, sim, 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 runder Tritt und schon kann die Sache gelingen. Ich werde euch jetzt mal zeigen, wie das Ganze in der Praxis aussieht. So, erstmal anfahren am Berg. Direkt in die tiefe Haltung gehen, von der Bergseite kommen und auf geht's. Das Gesicht geht auf den Vorderreifen, hohe Trittfrequenz. So, und Stunde von oben. Und Abstieg nach hinten. Super. Ganz, ganz wichtig, wenn ihr es noch nicht gewohnt seid, eine schnelle Trittfrequenz zu haben, leichten Gang zu fahren, lasst euch darauf ein, denn wenn man wirklich immer noch sehr dicke Gänge tritt und so einen schweren Gang hat, wenn es richtig steil wird, kommt man nicht mehr weiter. Das waren die ersten Tipps, gleich noch mehr. So, jetzt zeige ich euch nochmal ganz deutlich, ich nehme die Hand vom Lenker, damit ihr wirklich sehen könnt, dass ich nicht am Lenker ziehe und ganz, ganz mein Gewicht auf dem Sattel habe. Schaut es euch mal an. Also wieder direkt tief starten, hohe Trittfrequenz. So, und jetzt seht ihr hier, mein Gesicht ist ganz vorne und die Hand war weg. Super. Und jetzt schauen wir nochmal das Ganze an. So, ich fahre jetzt nochmal seitlich vorbei, damit ihr wirklich nochmal seht, wie extrem tief die Haltung ist. Ich habe hier viele Kursteilnehmer und wenn ich ihnen sage, geht bitte richtig schön tief, Gesicht auf den Vorderreifen, habe ich oft das Gefühl, naja, irgendwie sind sie immer noch relativ aufrecht. Wir haben häufig die Gabel recht lang oder Spacer-Turm, sprich die Front ist recht hoch, dann müsst ihr euer Gesicht wirklich zum Vorderreifen bringen, damit das Vorderrad auch am Boden bleiben kann. So, ich zeige es euch nochmal. Direkt mit einem leichten Gang, tiefe Haltung, abstoßen, los geht's. So, und jetzt wieder ganz, ganz tief das Gesicht. Super. Okay. Klappt sehr, sehr gut. Und letzter Durchgang, wieder ganz sicher absteigen. Um nochmal drauf zu kommen. Ganz, ganz wichtig, natürlich bei Wurzeln bleibt euer Vorderrad schnell hängen oder das Hinterrad rutscht durch. Sprich, ihr müsst vor der Wurzel Schwung holen. Hier haben wir direkt eine schöne Wurzel. Ich zeige euch das Ganze mal und dann könnt ihr sehen, wie ich vorher Schwung geholt habe, damit ich nicht an der Wurzel hängen bleibe. Gerade wenn es nass ist, nasses Laub zum Beispiel, rutscht man dann doch ganz schnell durch. So, fangen wir etwas tiefer an. Okay. Entspannt losfahren und Schwung holen über die Wurzel rüber und super. So, das war auch schon der erste Tipp von mir in den neuen Videos, das heißt ganz allein gedreht, selber geschnitten. Ich hoffe, es gefällt euch. Es werden noch einige Tipps kommen. Es ging jetzt um steil bergauf. Das Hinterrad soll nicht durchrutschen, das Vorderrad soll ganz am Boden bleiben. Ich hoffe, die Tipps helfen euch weiter. Schaut rein bei der nächsten Folge. Tschüss, euer Marc.